Die Anruferauswahl erfolgt über den Zufallsgenerator. Dieser wählt nach seiner Auslösung durch den Redakteur innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes zufällig eine Telefonleitung aus. Der Anrufer auf der entsprechenden Leitung wird dann in die Sendung durchgestellt. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Alexander Kopetkov und heute für Sie nochmals jetzt die letzte Stunde für heute Abend als Astrologe zugegen. Ja, und Sie können gleich anrufen, wenn Sie möchten, hier die 01379881 und 3x4, das ist die Nummer für Deutschland, 50 Cent pro Einwahl aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk kann teurer sein. Rechts unten sehen Sie die Nummer für Österreich und die Schweiz, 09010709877, 70 Cent aus Österreich und einen Schweizer Franken pro Einmal. Von Ihnen benötige ich die Geburtsdaten, das heißt Datum, Uhrzeit und Ort. Diese drei Eckdaten sind wichtig, damit ich Ihnen genaue Aussagen liefern kann. Auch wenn Sie für Enkelkinder oder Kinder anrufen oder Ihre Eltern oder wen auch immer, haben Sie trotz, wäre es gut, sagen wir so, dass die Geburtsdaten exakt sind. Ja. Ja, der Rundumblick beinhaltet im Prinzip eine Durchschau Ihres Lebens, was passiert, was war, was ist, ja, wo geht die Reise hin. Und da kann man sehr gut in der Astrologie erkennen, auch die Zeitpunkte, wann fängt in welchem Bereich ein Glücksaspekt an, wo ist eine Blockade drin, ja, wo können Sie was verbessern, wo gibt es wieder Antrieb, wo ist Bremse zu sehen. Wir können auch einen Partnervergleich machen, auch das ist eine Möglichkeit, die ich Ihnen gerne anbiete. Da brauchen Sie nicht mal unbedingt die Uhrzeit Ihres Partners oder des angehenden Partners, da reicht auch das Datum, damit man erkennen kann, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Man hat die Planetenstände und die kann man sehr gut vergleichen. Ja, die letzte Stunde für heute Abend. Bis 23 Uhr bin ich hier. Dann ist Sense, Feierabend, Babbela, wie die Schwaben sagen. Und dann geht's morgen wieder weiter. Aber diese Stunde können Sie ja jetzt nutzen, um ein wenig mehr über sich und Ihr Horoskop zu erfahren. Ganz einfache Sache, ja. Ja, ich bin seit 12 Jahren, eigentlich fast schon 13 Jahre im deutschen Fernsehen und seit 35 Jahren beschäftige ich mich mit der Astrologie. Wenn ich genau sehe, betrachte, sind es schon 37 Jahre. Seit 25 Jahren mache ich es beruflich, also habe da einiges an Erfahrungsschatz zu bieten. Früher waren es nur die Könige und die Mächtigen, die sich einen Astrologen haben leisten können. Das bleibt Ihnen jetzt aber, oder die Möglichkeit haben Sie jetzt einfach so ohne Königshaus auch mal an die eine Beratung zu kommen und das frei Haus, direkt ins Wohnzimmer, direkt da, wo Sie jetzt sind. Aber Sie brauchen ein Telefon, das habe ich ja schon erwähnt, die Nummern sind jeweils eingeblendet und es liegt jetzt an Ihnen, wann und ob Sie zu mir durchkommen. Ja, so ein bisschen muss auch der Zufallsgenerator noch mitreden, denn nicht jeder kann durchkommen, das ist klar. Aber der Zufallsgenerator sucht dann den jeweiligen aus. Man nennt mich nicht umsonst den Glücksbotschafter, denn es kommen meistens die zu mir, die dann gerade durch das tiefe Tal der Tränen durch sind und wo es dann aufwärts geht und ich schieb ein bisschen mit an oder kann ihnen die Energie vermitteln, wie es nach vorne geht. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, sich immer während eines Gesprächs einzuwählen. Das wäre nicht falsch, denn während des Gesprächs nimmt die Regie schon die Geburtsdaten auf, die dann in meinem Laptop direkt drin sind und ich dann gleich loslegen kann, ohne lange Wartezeit, ohne dass ich Ihren Ort erst suchen muss. Das übernimmt alles die Regie im Hintergrund. Deswegen mein Tipp, wählen Sie sich immer während eines Gesprächs ein. Ja, 01379881444. Die Nummer gilt jetzt und Sie können loslegen. Ich warte auf den ersten Anrufer und ich hoffe, dass wieder ein schöner Fluss entsteht, dass einer nach dem anderen durchkommt. Wollen mal sehen, wie, wo die Reise hingeht. Ja, wir sind kurz vorm Vollmond. In 2 Tagen ist Vollmond. Da haben wir dann den Vollmond im Widder. Der letzte Neumond war ja in der Waage. Da hat sich auch schon einiges aufgetan, denn im Moment ist große Umbruchsituation am Himmel. Der Uranus steht im Widder. Gegenüber ist die Sonne in der Waage. Der Jupiter ist gegenüber. Und es können jetzt viele glückliche Veränderungen kommen.
viele Menschen, viele Sternzeichen, von denen ich weiß, die in den letzten Jahren sehr viel gelitten haben, kommen jetzt langsam, aber sicher in die Erlösung, in die Auflösung. Ja, das betrifft vor allem Löwen und Wassermänner, Skorpione, Stiere, aber auch die Widder und die Wagen, genauso Steinböcke und Krebs, also fast alle eigentlich, ja, muss man sagen, haben jetzt wirklich schwere Jahre gehabt. Aber jeder für sich genommen hat dabei, denke ich, viel gelernt. Und wir kommen auch in eine ganz neue Runde gesellschaftlicher Ordnung. Das steht auch auf dem Plan. Wir hatten ähnliche Konstellationen 1850, da war auf der ganzen Welt Bürgerkriegsstimmung und die Monarchie wurde abgewählt als Regierungsform. Da kamen die demokratischen Wahlen, da kam die Industrie, kam als mit den Dampfmaschinen durch Industrialisierung. Wir haben jetzt die Digitalisierung. Also es sind viele Parallelen zu sehen. Ja, und ich habe die erste Anruferin, die will ich nicht warten lassen. Sie können sich jetzt einwählen. Ich habe die Theresia in der Leitung. Schönen guten Tag. Ja, einen schönen guten Abend. Ich grüße Sie, Alexander. Ja, Sie sind doppelter Skorpion. Ich hoffe, schnell durchgekommen. Ja, diesmal schon. Ich freue mich. Das freut mich. Und die Skorpione waren ja die letzten Jahre sowas von in der Hölle, wie es eigentlich noch nie der Fall war, ja, kann man sagen. Ne? Das haben Sie so ganz schwierig erlebt. Sie sind auch ein hochsensibler Mensch. Sie haben den Mond in den Fischen. Das macht Sie spirituell und hochsensibel. Aber das bedingt auch, dass Sie viele Aufarbeitungsprozesse hatten. Ja, auch sei es Vaterthemen aus der Kindheit, was Sie neu aufgedingst haben, analysiert haben. Und jetzt war auch das Partnerthema völlig komplett gesperrt. Haben Sie einen Partner? Ja. War aber sehr schwierig gewesen. Nein, ich bin alleinstehend. Ach so, ich habe einen Pflegefall. Ah ja, gut, weil das war auch sehr schwierig, war auch blockiert. Dann war dieses Jahr auch mal das Finanzielle etwas schwierig. Ja, im Sommer war das, da haben Sie vielleicht Ausgaben gehabt. Aber alles löst sich jetzt langsam in eine gute Phase. Im Moment ist gerade das Freundschaftsthema ganz oben. Ja, der Jupiter steht im Freundschaftshaus, da kommen neue Freundschaften zustande. Zum Zweiten haben Sie einen Grundglücksaspekt. Der Jupiter steht bei Ihnen im Geburtshoroskop neben dem Energiepunkt. Heißt, dass sie letztlich immer doch auch rauskommen, obwohl Skorpione ja wirklich jede Hölle besuchen müssen. Ja, das ist einfach so. Das ist deren Lernprozess. Die kommen aber auch immer wieder raus. Skorpione sind Stehaufmännchen, die nur dann liegen bleiben, wenn der Pfarrer die Grabrede hält. Ansonsten stehen die immer wieder auf. Ne? So ungefähr. Ja, das stimmt wirklich. Das ist bei Ihnen jetzt der Fall. Sie kommen jetzt langsam wieder in Fahrt, in Bewegung. Es kommt wieder Leben ins Leben sozusagen. Ja, Begegnungen kommen wieder, Freundschaft werden sich erschließen. Nächstes Jahr kommt das Thema Partnerschaft, ja, wieder richtig gut. Also bis Herbst ist die Liebe auf jeden Fall. Nächstes Jahr leider erst, aber es kommt, ja, ist es dann da. Dann danke ich für den Anruf. Ich danke Ihnen auch und wenn alles so eintrifft, dann hören Sie von mir. Sehr gerne, alles Gute für Sie, dann hören wir uns ja bald. Ja, alles Gute, ja? Schönen Abend. Also danke Ihnen auch. Sehr gerne, wiederhören. Ja, das war, glaube ich, Österreich wieder. Da bin ich auch. Nächste Woche bin ich in Klagenfurt. Da freue ich mich drauf. Die Annelies hat es geschafft. Schönen guten Abend. Hallo, Annelies? Ja, hallo. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ich grüße Sie. Krebs mit Fische-Aszendent. Ja. Ein hochsensibler Mensch. Ja, heißt, dass sie auch insgesamt gesehen alles spüren um sich herum und das wird immer mehr. Fische sind ja gerade mit dem Neptun unterwegs. Der Neptun in den Fischen, das gibt's nur alle 160 Jahre, bringt ihnen aber eine Hypersensibilität, manchmal nicht auszuhalten. Da müssen sie dann eine Feier verlassen, weil ihnen die Menschen auf den Nerv gehen, ja, weil es einfach zu viel wird. Und das ist bei uns Fischen ganz normal. Wir nehmen so viel wahr und auf in unserem Umfeld und das wird noch mehr, weil der Neptun ist ein Hochsensibilisierer. Vielleicht haben Sie es auch in Ihrer Verdauung gemerkt, die in den letzten 4 Jahren noch sensibler geworden ist. Ne? Grundsätzlich sind Sie eine Glückskandidatin, weil Sie haben den Jupiter im ersten Haus. Das heißt, letztlich gehen alle Dinge immer letztlich positiv aus für Sie. Sie waren zwar Spätentwicklerin, das sind alle Krebse, da geht das wahre Leben erst ab 40 richtig los. Und auch finanziell, auch ab 40 haben Sie erst Wachstumsprozesse wirklich wahrnehmen können. Ja? Aber jetzt im späteren Leben kann auch noch mal eine Partnerschaft kommen. Wollen Sie noch einen Partner? Ja, ich habe 60 Jahre meinen Mann gepflegt.
ja, ich wäre froh, wenn ich nochmal jemanden kennenlerne. Also Sie befinden sich im Moment in einem Partnerglücksjahr. Das geht bis Hochsommer nächsten Jahres. Das ist der Jupiter hier im Partnerhaus. Bedingt auch neue Freundschaften, bedingt auch neue Bekanntschaften. Oder auch, wenn Sie irgendwie Amtsgänge haben, wird es erleichtert. Aber auch das Thema Partnerschaft und Liebe ist ganz hoch im Kurs. Ja? Das heißt, die Möglichkeit, dass Sie jemanden kennenlernen, könnte sogar schon in den nächsten Wochen stattfinden. Ja, also dass sie jemanden kennenlernen, dass sich langsam entwickelt und ich denke mal, das wird so eine Art Freundschaft mit Liebe dabei. Ja, sie möchten jetzt keinen in ihrem Bett, im Doppelbett wohnen haben, ja, sondern das, der muss kann in seiner Wohnung bleiben, das muss ja nicht sein. Aber grundsätzlich kommt es plötzlich, weil sie haben den Mars im Wassermann, da kommen die und gehen die Männer immer plötzlich. Also einfach laufen lassen, gar nicht dran denken am besten, dann ist also bis nächstes Jahr sind sie da aufgehoben. Ja, dann danke ich für den Anruf. Ich danke dir, Alexander. Sehr gerne. Alles Gute. Schönen Abend. Ja, tschüss. Ja, liebe Zuschauer, Sie sollten volljährig sein, um hier mitmachen zu können. Minderjährigen ist keine Beratung gestattet. Sie sollten wissen, dass nicht jeder durchkommt. Sie bezahlen 50 Cent pro Einwahl aus dem deutschen Festnetz, auch wenn Sie nicht bei mir landen. Und Mobilfunk kann erheblich teurer werden. Lesen Sie auch den Lauftext am Bildschirmende unten. Dann sind Sie über die Mitmachregeln informiert. Und ich habe die Simone in der Leitung. Sie können sich gleich einmelden, liebe Zuschauer. Ich begrüße die Simone. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich höre Sie ganz schlecht. Ja, dann macht die Regie jetzt mal den Ton ein bisschen lauter und hoffe, dass Sie da dann was mit anfangen können. Ja, Sie sind Zwillinge mit Fische-Aszendent. Ja. Und Zwillinge waren jetzt in den letzten zwei Jahren erheblich ausgebremst. Ja. Bei Ihnen geht es schon ein bisschen länger, weil die Fische auch ja große Veränderungsthemen hatten seit 2004 im Prinzip bis 2011. Ja, da hat sich das ganze Leben auf den Kopf gestellt, kann man sagen. Auch partnerschaftlich war da jetzt nicht so viel gewesen, oder? Nein. Da haben Sie nämlich jetzt Ihr Partnerglücksjahr. Sie haben den Jupiter im Partnerhaus, haben wir viele heute. Das heißt, dass jetzt das Thema Partnerschaft bei Ihnen auf jeden Fall in trockene Tücher kommt. Ja? Also bis in 4, 5, 6 Wochen könnten Sie schon verliebt sein. Okay. So in dem Dreh. Also in diesem Herbst müsste dann auch noch was passieren. Da macht nämlich der Jupiter einen Aspekt zu Ihrem Mond. Und Sie haben Ihren Mond auch in den Zwillingen. Sie sind am Neumond geboren. Ist übrigens in 2 Tagen, ist ja Vollmond. Also Sie müssten auch Neumond und Vollmond spüren. Ja, wenn Sie mal da aufpassen, vielleicht, dass Sie bei einem von beiden schlechter schlafen, beim anderen sehr tief und so weiter. Wichtig für Sie ist auch Bewegung. Zwillinge sollten sich regelmäßig bewegen, denn das hilft, die Zweifel loszuwerden. Ja, Sie kriegen den Kopf frei. Ganz wichtig. Das ja, und dann sind Sie auch in weiterem Sinne eine Heilerin. Also Sie haben Heileraspekte. Sie können auch selbst sehr gut heilen. Also Sie wissen oft genau, was Sie tun müssen. Da gehen Sie einfach nach Ihrem Bauchgefühl und dann wird alles gut. Da kommen viele Energien bei Ihnen aus der Natur. Die Natur ist für Sie praktisch wahre Heilsbringerin. Ja? Das stimmt. Und finanziell sind Sie so weit abgesichert, aber die letzten Jahre waren trotz allem schwierig. Also Sie haben einen sehr guten Jupiter-Aspekt, also von Hause aus im Geldhaus bedeutet, eigentlich fallen Sie immer auf die Füße und werden auch nie verarmen oder sowas. Ja? Da müssen Sie sich nie einen Kopf machen. Ja? Das ist gut. Dann danke ich für den Anruf. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, alles Gute, schönen Abend. Ebenfalls. Tschüss. Danke, tschüss. So, und es geht weiter. Die nächste Anruferin hat es schon geschafft. Sie können sich jetzt einwählen, liebe Zuschauer. Ich habe die Gisela in der Leitung. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich grüße Sie. Sind Sie gut durchgekommen, Gisela? Ja, danke. Auf Sehr jeden Fall. Das freut mich. Stier-Aszendent, Steinbock im Sternzeichen. Ja, richtig. Ja, Stiere waren in der Hölle die letzten Jahre. Die meisten zumindest. Die Steinböcke sind seit 5,5 Jahren in Veränderungsprozessen, ja. Also es war alles sehr, sehr aufreibend, was Sie jetzt erlebt haben. Es geht jetzt dem Ende zu, nicht mit Ihnen, sondern mit dem Aufgeriebensein, ja. Und Bewegung war auch ein schwieriges Thema. Sie haben Mars im Schütze, sind normalerweise ein Bewegungsmensch, da war dieses Jahr der Saturn drauf und hat Sie da richtig ausgebremst, ja. Ja, richtig. Sie mussten auch gesundheitlich alles aufarbeiten. Also alle Schwachpunkte kamen auf einmal in den letzten Jahren. Und da sind Sie jetzt aber auch so weit, denke ich mal, oder? Dass Sie es hinter sich haben. Und jetzt kann das Thema Partnerschaft wieder anlaufen. Haben Sie einen Partner? Ja, habe ich zurzeit, ja. Ob der das ist, weiß ich nicht. Aber es sieht nicht so gut aus. Meine ich. Gedankenmäßig. Ja. Also Sie haben eventuell einen Umzug. Ja, und bis Ende des Jahres haben Sie einen großen Verliebtseinsaspekt. Den größten, den man haben kann. Da kommt nämlich der Jupiter direkt auf Ihren Mond. Das gibt es nur alle 12 Jahre.
Und da wird es sich entscheiden, wo die Reise hingeht mit der Liebe bei Ihnen, ja? Weil Sie haben jetzt große Überprüfungen erlebt im Partnerbereich, also ich weiß nicht. Es ist nur das Problem, dass Sie als Steinbock mit Stier ganz schwer nur loslassen können, ja? Also da muss man Sie schon schwer traktieren, dass Sie endlich loslassen. Oder es kommt ein neuer, dann können Sie auch loslassen, dann geht es, ja? Auf jeden Fall. Und dann würde vielleicht auch ein Umzug drinstehen. Das steht auf jeden Fall drin, das ist möglich. Also das ist auf jeden Fall, ja, können Sie also praktisch entweder jetzt im Herbst oder im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Ja, da haben Sie, kommt bei Ihnen aber immer plötzlich. Die Thematik...